Folge vom Campingplatz Brunnen am Forgensee. Heute ist wieder so ein Tag, an dem die Reise weitergeht. Bevor ich das Zelt abbaue, wird erstmal gefrühstückt. Und jetzt nochmal kurz Blick auf den See. Ich mache das wieder ganz schnell. Wir sehen uns dann in Garmisch-Partenkirchen. Ich bin jetzt angekommen in Garmisch-Partenkirchen. Da steht mein Zelt. Da sind die Alpen. Und das, was man da in den Wolken nicht sieht, ist die Zugspitze. Es ist kurz vor 10 Uhr. Ich habe also den ganzen Tag noch vor mir. Ich habe auch schon eine grobe Idee, was ich mache. Seht mal so gleich. Das hinter mir ist die Zugspitze. Das ist dieses hier. Da geht es aber nicht hin. Ich gehe jetzt in die Partnachklamm. Ich würde sagen, wir sehen uns später. Ich bin jetzt auf dem Parkplatz. Da ist die Skisprungschanze, dahinter ist die Sommerrodelbahn und dahinter geht es zur Klamm. Das Navi hat gesagt 6 Kilometer, ich habe aber 3/4 Stunde gebraucht, weil Umleitung, Baustelle und viel Verkehr einfach chaotisch. Doch jetzt geht es endlich zur Klamm. Bis zur Klamm sind es ca. 20 Minuten Fußmarsch. Man kann theoretisch auch mit einer Kutsche fahren, aber ich laufe das jetzt lieber. Ich bin ja schon in Schloss Neuschwanstein-Kutsche gefahren, von daher einmal reicht. Was soll man zum Weg sagen? Er ist ausgebaut, kann man also gut laufen. 20 Minuten ist jetzt auch nicht die Welt. Von daher würde ich sagen, wir sehen uns am Eingang. Ich bin jetzt kurz vor dem Eingang der Klamm. Habe gerade in einem Gasthaus hinter mir noch Wasser auffüllen dürfen. Falls die nette Kellnerin das sieht, vielen, vielen Dank nochmal auf diesem Wege. Echt cool von dir, danke. Und jetzt geht's hier zum Eingang der Partnachklamm. Und das ist die Schlange. Da vorne ist die Kasse und bis hierher stehen die Leute. Und hinter mir ist jetzt noch nicht so viel, also es dauert noch gleich ein bisschen tatsächlich drin. So, das Ticket ist gekauft. Hier plätschert auch schon der Bach umher. Und jetzt geht's los. Ich freue mich schon. Es geht direkt los mit einem Tunnel. 1,75 ungefähr, das ist die kleinste Stelle. Mal schauen, wie knapp es wirklich wird. Krass, wie das Wasser hier runterfällt, voll cool. Die ist auf eine ganz andere Weise spektakulär als die Freitagklamm. Echt beeindruckend. Und überall sagt das Wasser runter. Die Partnachklamm ist auch sehr spektakulär, anders spektakulär als die Freitagklamm. Aber wirklich sehr krass, weil man läuft eigentlich wirklich nur durch den Fels durch. Also über eine Felsdecke, überall tropft es runter. Das ist so krass cool. Und ich bin immer am Ende. Ich will mal wissen, was noch alles passiert hier. Hier hinter mir sieht man eine Statue von einer Frau, die ihr Kind in der einen und ein Zepter in der anderen hat. Wahrscheinlich zu dunkel, dass man es erkennt, deshalb gibt es hier diese Aufnahme hier. Und auch hier hat sich mal ein Fels quer gehockt, wie in Norwegen. Läuft man ein bisschen im Fels. Deshalb sieht es auch so dunkel aus, aber eigentlich ist es relativ hell, weil überall Fenster kommen.
und es geht nach oben. Das ist auch ein cooles Motiv mit dieser Brücke und der Klamm. Und jetzt geht's wieder raus. So, da unten fließt das Bächle. Und da hinter mir, da wo die hohen Felsen sind, da verschwindet sie drinnen. Und geht genau dem Weg, den wir gerade hochgefolgt sind. Ja, jetzt muss ich nur noch den Rückweg finden. Der ist wahrscheinlich irgendwo da hinten rum. Ich laufe jetzt mal vor an die Stelle, wo die Klamm beginnt. Und ich muss gleich sagen, das erinnert mich irgendwie an Herr der Ringe. Ich zeig's euch. So ein bisschen hat's was davon. So Teil 1, Ende, wo die zwei Statuen stehen, links und rechts des Ufers. Und der Fluss durchgeht. Irgendwie erinnert mich das daran. Ich weiß auch nicht warum. Ich würde sagen, dann mache ich mich mal auf den Rückweg. Mal gucken, wo der ist. Ich vertraue jetzt einfach mal darauf, dass dieser Weg hier der richtige ist. Da geht es zwar jetzt erstmal ordentlich hoch, aber ich habe keine Ahnung, ob es der richtige ist. Aber zumindest steht irgendwas mit Skistadion dort. Vielleicht ist ja die Skisprungschanze gemeint, ich weiß es nicht. Schauen wir mal, wo wir rauskommen. Also da unten war ich gerade. Jetzt geht es hier über diese schönen Holzbrücken. Und dann oben kommen anscheinend ein paar Wirtschaften. Das habe ich gerade von einem Bayer erfahren. Er hat gesagt, gehst oben rum, da kommen noch ein paar Wirtschaften. Und wieder eine Holzbrücke. Was jetzt richtig, richtig gut ist, wir haben gerade keine Lawinengefahr. Finde ich sehr gut und sehr, wie soll ich jetzt sagen, hoffnungsvoll. So, die erste Almhütte liegt hinter mir. In die Richtung geht es weiter. Ich habe das Gefühl, es dauert nicht mehr arg lang. Ich gehe jetzt noch den Weg zur eisernen Brücke. Das ist 5 Minuten von hier. Ich hätte auch natürlich da oben rumlaufen können. Aber jetzt gehe ich über den Weg, weil ich glaube, die Brücke ist wesentlich interessanter. Und schon wieder eine Klatsche. Auf diesem Weg ist kein Winterdienst. Es wird weder geräumt noch gestreut. Bin ich froh, dass hier kein Schnee liegt. So witzig, kommt mir gerade eine japanische Familie entgegen und der Vater oder der Mann halt, der grüßt einfach mit Servus. So, dann gehen wir mal über die eiserne Brücke. Geht's ganz schön runter, würde ich sagen. Und auch hier geht's ganz weit runter. Uhu. Hier steht's, der Klammeingang geht in diese Richtung. Let it go, let it go. Der Weg hier runter lohnt sich echt, denn man wird mit sowas hier unter anderem belohnt. So einen kleinen Wasserfall, der dann hier runter plätschert. Also weit kann es nicht mehr sein. Man sieht hier schon eine der Eingangspassagen von der Klamm. So, das ist jetzt die letzte Brücke, denn hier ist der Eingang der Klamm. Hier geht es wieder rein. Und ich bin jetzt am Ende des Weges angekommen, also am Rundgang, besser gesagt am Ende des Rundgangs. Das war echt cool. Also es hat richtig Spaß gemacht, die Klamm zu besuchen. Würde es wieder machen, kann ich empfehlen. Das Wetter her war super. Also kann man sich eigentlich nicht beschweren, weil es gibt auch viele Wege zurück. Also würde ich sagen, wenn ihr hier in der Gegend seid, besucht die Partnachtklamm.